Moin, meine Lieben, ich bin's mal wieder, Michael Steinmeier, der Pastor aus Wagenfeld. Kennt ihr eigentlich Leute, die das Coronavirus gehabt haben? Ich glaube ja, jede und jeder von uns kennt inzwischen mindestens eine Person, die das gehabt hat oder in deren Familie das Virus zugeschlagen hat. Nur wissen wir es vielleicht nicht immer. Denn wer es gehabt hat, redet nicht immer gerne darüber. Ich kenne Leute, die reden nicht gerne darüber, weil sie sich schämen. Ja, ihr habt richtig gehört. Sie schämen sich. Als ob es eine Schande wäre, krank zu sein. Oder krank gewesen zu sein. Und das nicht ohne Grund. Denn es gibt tatsächlich Leute, die auf andere mit den Fingern zeigen oder sie schief angucken, weil sie meinen, wer krank ist, hat selber Schuld. Das geht natürlich gar nicht. Denn es wird ja niemand mit Absicht krank. Aber es gibt Menschen, die denken so. Die meinen, wer krank ist, hat selbst Schuld. Mich macht das wütend, wenn ich sowas höre. Als ob es nicht schlimm genug wäre, krank zu sein. Aber es überrascht mich auch nicht wirklich, wenn ich ehrlich sein soll. Seit 2 Monaten hören und lesen wir immer und überall, wie wir uns und andere vor Infektionen schützen können. Das ist gut gemeint und das ist richtig. Aber es gibt eben Leute, die lassen sich dadurch zu falschen Schlüssen verleiten. Zum Beispiel zu dem Schluss, wer alles richtig macht, wird auch nicht krank. Und zu dem Umkehrschluss, der ebenso ein Irrtum ist, wer krank ist, hat was falsch gemacht. Also, wer krank ist, hat selbst Schuld. Unter denen, die das glauben, sind, und das erschüttert mich, sind auch Christen. Ich finde, die haben Jesus nicht verstanden. Als der in Galiläa unterwegs gewesen ist, da wurde nicht vom Coronavirus gesprochen. Aber es gab auch damals schon Menschen, die sind von anderen schief angeguckt worden und auf die wurde mit dem Finger gezeigt, weil sie krank waren. Aussätzige nannte man sie. Und die mussten in lebenslanger Quarantäne leben. Zu denen ist Jesus hingegangen, hat mit ihnen gesprochen, hat sie berührt, ohne Handschuhe, ohne Mundschutz, ohne Desinfektionsmittel. Weil er zeigen wollte, wer krank ist, hat nicht selbst Schuld. Wer krank ist, braucht keine Vorwürfe, sondern Hilfe und Zuwendung. So hat Jesus das gemacht. Wir müssen das nicht 1:1 kopieren, aber wir können davon lernen. Wir können davon lernen, wie wir damit umgehen können, wenn wir selber krank werden oder wenn andere krank sind. Auch wer krank ist, bleibt Gottes geliebtes Kind und Geschöpf. Und wenn das vergessen wird, das ist dann wirklich eine Schande. Gott behüte euch. Amen.